Der Teddy? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Der ist einfach aufgetaucht. Der Teddy war einfach plötzlich da und er heißt Bear Evan Hansen. Ich bin gerade ausgezogen, als die erste Aufführung war, das erste Jahr, wo die ersten Aufführungen waren vom Musical Frühling. Da war ich gerade weg und habe das gar nicht so richtig mitbekommen. Und dann haben meine Eltern irgendwie erzählt so, ja, in Gmunden, da gibt es jetzt im Stadttheater, da kommt ein Musical. Und ich war so, und habe auch im ersten Jahr das gar nicht gesehen, aber ich glaube im zweiten oder dritten Jahr war dann Dr. Zhivago und das habe ich mir angeguckt und war echt, also ich war voll geflasht, weil ich mir so dachte, krass, auf dieser Bühne, wo ich irgendwie mit fünf stand, mit der Geige und meine ersten Auftritte habe, da stehen jetzt so krasse DarstellerInnen, die da so eine Produktion auf die Beine stellen. Also das ist schon irgendwie was, wo ich mir denke, wow, in Gmunden. Ich fühle auf jeden Fall Pressure. So, es ist so ein Stück, was, glaube ich, in dieser Musical-Bubble sehr gehypt wird und was die Leute lieben, zu Recht. Es ist einfach ein mega geiles Stück. Also die Musik, die Geschichte, ja. Insofern ist schon, the pressure is there. Oh, bestimmt, wenn ich nachher zu Hause bin, denke ich mir, oh, das hätte ich noch sagen sollen. Aber ansonsten, kommt. Kommt und schaut es euch an. Fucking Dear Evan Hansen! Für mich ist es immer noch surreal, weil halt dieses Stück für mich voll besonders ist. Und das macht es so spannend, weil die Figuren sind halt nicht schwarz-weiß. Man kann sich mit denen identifizieren und mit denen. Und das macht es, finde ich, so spannend, weil es halt wie im echten Leben ist.